Kennt ihr diese Anekdote, sagt man dazu? Ein kleines Kind, wenn es zum Vater blickt, dann sagt es zum Vater, Vater ist der Allerstärkste. Dann geht es weiter, Vater ist der Allerstärkste. Es gibt keinen Stärkeren als Papa. Und er weiß alles. Und dann geht es weiter, naja, Papa weiß nicht unbedingt alles, nicht ganz alles. Also die Altersstufen, die so weitergehen. Und dann kommt ein Alter, Papa, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Der weiß nichts, überhaupt nichts. Und dann geht es noch weiter und dann heißt es ja am Ende, wie gerne, wenn der Vater noch da wäre, wie gerne würde ich den Vater fragen und ihm nach einen Rat bitten, was ich jetzt tun könnte. Ich meine, das ist ein sehr schwaches Beispiel von dem, was ich hier gerade euch weitergeben möchte, denn Gott ist weitaus größer als das. Aber es gibt uns einfach einen Blick dessen, dass die Menschen in ihrem Wachstum, auch im christlichen Wachstum, gerne mal wegrutschen, abrutschen und nicht mehr nach Gott fragen. Sie meinen, sie sind nun fest im Glauben, sie stehen nun saftig, sie können machen und sie wissen ganz genau jeden Schritt, welchen sie jetzt tun, dass der richtig ist und wie er ist. Und da warnt Paulus hin und sagt zu Timotheus, dass diese Menschen, sie haben sich festgewurzelt. Und dann erwähnt er einige Sachen, die in ihren Herzen nun anfangen aufzublühen und sagt dann auch, sie haben die Kraft des Heiligen Geistes, das verleugnen sie. Die schieben sie zur Seite und sagen, nein, die brauche ich nicht mehr. Jetzt kann ich selber leben. Jetzt lebe ich. Ich bin jetzt geistlich. Und das gleiche Phänomen, das haben wir schon als Beispiel schon lange Zeit zuvor auch sehen können. Nämlich die Israeliten, die da wanderten, die in der Kraft Gottes aus dem Ägypterland, aus der Sklaverei herausgeholt wurden, die viele, viele Städte zwischen Ägypten und ja, am Ziel, also kurz vor dem Ziel, ne, es heißt nur noch 11 Tage und dann wären sie am Ziel, nur noch 11 Tage und sie wären am Ziel. Und in dieser Zeit haben sie wirklich sehr viele Völker völlig ausgerottet. Also völlig zerstört und aus der Welt rausgebracht, weil das Gericht über sie ergehen musste. Aber das waren immer Völker, wo es hieß, ich bin da, jetzt geht. Ich habe euch den Sieg übergeben. Ich habe das alles in eure Hand gegeben. Und nun stehen sie vor diesen 11 Tage, vor dieser 11 Tagen Pforte. 12 Männer sind hineingegangen, dieses Land zu erkundschaften, das Land Kanaan. Und sie kommen zurück, voller Freude und sagen, schaut mal, das Land ist wirklich voll besetzt mit diesem Honig, ne, wie es heißt, Honig soll fließen, ne, Milch soll fließen. Riesentrauben bringen sie zurück. Eine Ernte, was sie sonst nie zuvor gesehen haben. Sowas bringen sie und zeigen sie denen. Aber dann sagen sie aber stopp. Hier können wir nicht mehr weiter. Da sind Riesen. Wir sind Ameisen gegen die. Und wir können hier nicht weiter. Und daraufhin, genau auf diesen Punkt, sagt Gott, weil ihr das getan habt und weil ihr mir nicht geglaubt habt, obwohl ich gesagt habe und sogar durch Kaleb noch mit, Josua und Kaleb haben gesagt, stopp, hört auf, nicht gegen Gott rebellieren. Gott hat uns bis hierher gebracht und hat alle Länder vor uns vernichtet und auch heute wird er immer noch für uns streiten und wird es vernichten. Und sie sagen, nee, nix da, auf gar keinen Fall. Und genau deswegen hat sie Jesus noch einmal 40 Jahre durch die Wüste wandern lassen, obwohl sie 11 Tage vor dem Ziel waren. Und er hat sie durch die Wüste wandern lassen. Und als sie dies erkannten, dass sie auf einmal einen Fehler getan haben, plötzlich merken sie, nein, oh oh, das ist ja ein Gott. Wenn der ein Wort sagt, dann stimmt das auch.
Das heißt, wir werden jetzt 40 Jahre durch das Land, also durch die Wüste wieder wandern. Vorher glaubten sie es irgendwie komischerweise nicht, dass sie ins Land reinkommen könnten. Und als sie dann das bemerkten, da sagten sie in 5. Mose, steht das, Kapitel 1, 41, da sagt er, da antwortetet ihr und sprach zu mir. Ne? Mose redet jetzt aus seiner Perspektive, weil er hat ja das 5. Buch nochmal aufgeschrieben, damit es zusammengefasst ist, was alles mit dem Volk Israel passiert ist. Und da sagt er, wir haben an dem Herrn gesündigt, das war die Antwort. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen, wie uns der Herr, unser Gott, geboten hat. Das war plötzlich die Aussage. Sie merken, oh nee, 40 Jahre durch die Wüste wandern, das hat er jetzt gesagt. Ich weiß, dass er das jetzt auch ernst meint, aber ich will dagegen gehen. Ich will jetzt gehorsam sein, jetzt gehe ich gehorsam sein. Kennt ihr bestimmt auch, ne? Als Kinder oder von euren Kindern, kennt ihr das, ne? Wenn dann die Strafe plötzlich fällt und sagt, das ist deine Strafe dafür, dass du ungehorsam warst. Oh, ja gut, ich werde jetzt gehorsam sein, bitte nur nicht diese Strafe. Da sagt er, als ihr euch nun rüstetet, ein jeder mit seiner Waffe und es für ein leichtes hieltet, ins Gebirge hinaufzuziehen, da sprach der Herr zu mir, sage ihnen, dass sie nicht hinaufziehen, auch nicht kämpfen, denn ich bin nicht unter euch, damit ihr nicht geschlagen werdet von eurem Feind. So eine starke Aussage, die ganz klar dessen ist, dass nun wieder ein Hinblick darauf ist, nur Gott hat diese Siege vollbracht. Sie sollten tun, aber er ist vorangegangen und hat diese Siege vollbracht. Genauso wie mit den Werken, die wir tun sollen. Die Werke sind schon fertig. Wir sollen sie tun. Aber er hat sie vollendet. Er hat sie bereitgelegt. Für dich, für mich. Und dann, wenn er ruft, dann sollen wir gehen. Dann sollen wir sie tun. Und so schreibt er dann, so schrieben die dann weiter. Und ihr wisst ja, ihr kennt die Geschichte bestimmt, dass sie dann doch trotzdem hingegangen sind. Sie wollten kämpfen, sie haben gekämpft und die wurden geschlagen, sie wurden erniedrigt und dann sind sie zurückgegangen, oder der Rest, der noch übrig geblieben ist, ist dann zurückgegangen und ist dann auch diese 40 Jahre durch die Wüste und natürlich alle gestorben, alle, die kriegsfähig waren, ne? Und darüber, also ab 20 aufwärts. Und dann heißt es aber, und das ist dieses Schöne nochmal, der Herrliche dahinter, wo, wenn wir weiterlesen ab Kapitel 3, da heißt es im Vers 21, und Josua gebot ich zur selben Zeit und sprach, deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, mit diesen beiden Königen getan hat, ne, mit den Königen, die dahin umgebracht wurden. So wird der Herr auch mit allen Königreichen tun, in die du ziehst. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch. Herrlich, ne? Ich finde diese Aussage oder diese Kraft, diese Macht dahinter so herrlich, wenn ich weiß, Jesus Christus streitet für mich. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, zwei Lieder zuvor, ich brauche dich alle Zeit. Wer hat das mit diesem Herzenseinstellung gesungen? Mit dieser Herzenseinstellung zu wissen, Herr, ich brauche dich wirklich alle Zeit. Es gibt keine Minute, es gibt keine Sekunde, wo ich dich nicht brauche. Und ich möchte dir immer gehorsam sein. Ich möchte immer gehen, wie du es für mich vorbereitet hast. Aber ich brauche dich. Und ich bitte dich, streite du vor mir. Und seine Aussage wird sein, fürchte dich nicht vor ihnen. Fürchte dich nicht vor der Sünde. Fürchte dich nicht vor dem Feind. Denn ich, der Herr Jesus Christus, dein Gott, streite für dich. So können wir uns diesen Satz einmal formulieren. Für dich, für mich selber. Ich denke, diese Aussage ist eine sehr schwierige Aussage öfter, denn wenn ich vor einer Situation, vor einem Kampf stehe, dann ist das immer ausweglos. Du stehst vor einem Kampf, du stehst vor einer Sünde und sagst, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Ja, stimme ich dir zu, du nicht, er ja.
Und da, deswegen dieses Anliegen, das Anliegen, Herr, zeige du mir, kräftige mich und lass du mich mit dir wirklich in den Kampf gehen, in diesen Streit, zu gewinnen, und du wirst Gewinn geben. Also können wir dafür danken, aber auch bitten. Stehen wir auf dazu.